Zum Ende des Jahres passt ein besonderes, kostenloses Pack für die Sims 4, welches ganze 75 neue Objekte bereithält. Da viele Spieler dieses nicht wirklich auf dem Schirm haben, wollte ich euch dieses nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen und es detailliert vorstellen. 2022 ist fast zu Ende, es ist unfassbar kalt draußen, bei den Sims gibt's gerade auch nicht so wirklich viel. Und Weihnachten steht wieder vor der Tür. Das sind ganz gute Voraussetzungen für ein bestimmtes Pack für die Sims 4, was ihr euch alle kostenlos herunterladen könnt und was, glaube ich, tatsächlich viele von euch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, weshalb ich es euch in diesem Video einfach nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen wollte. Ihr habt es euch vielleicht schon fast gedacht, für alle, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, das fröhliche Feiertage-Pack können alle Spieler kostenlos für die Sims 4 herunterladen. Tatsächlich sogar das allererste Pack, was jemals für die Sims 4 erschienen ist, noch vor dem Outdoor-Leben-Gameplay-Pack. Als es am Anfang von die Sims 4 rausgekommen ist, wir sehen jetzt hier im Ersteller einen Sim-Modus schon die Inhalte, gab es tatsächlich gar nicht mal so viel, aber die Entwickler haben eigentlich jedes Jahr immer neue Inhalte hinzugefügt und mittlerweile ist das Pack tatsächlich sehr groß. Es müssten fast so um die 80 Objekte sein, also tatsächlich eine ganze Menge mehr als bei so manch anderem Accessoire-Pack für die Sims 4. Dieses Pack hatte einfach so viele lustige Objekte. Einmal diese komischen Hüte hier, die waren schon von Anfang an mit dabei. Hier so ein kleines Rentier. Für Männer gab es diese lustigen Pullis hier in ganz verschiedenen Farbalternativen und Farbkombinationen vor allem. Hier einmal mit so Glöckchen und einem kleinen freundlichen Rentier hier vorne drauf. Dieses Oberteil ist dann mit einem späteren Update irgendwie mit ins Spiel gekommen. Jetzt habe ich direkt auch nochmal so eine Frage an euch. Wie macht ihr das denn bei euch im Spiel? Zum Beispiel, wenn ihr die Jahreszeitenerweiterung installiert habt, wird es ja irgendwann Winter. Spielt ihr dann quasi so, dass ihr dann immer, wenn auch im Spiel Winter ist, dann alles weihnachtlich dekoriert, mal umgestaltet, mal ein bisschen umräumt? Oder macht ihr es quasi so, dass ihr euch an der echten Jahreszeit orientiert, dann jetzt im Winter die Winterdeko rausholt, vor ein paar Monaten nach Halloween gestaltet habt? Tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass dieser Frack hier aus dem fröhliche Feiertage-Pack kommt. Das war mir tatsächlich neu. Dieser Yeti, dieses Yeti-Kostüm ist ja auch mit diesem Pack hinzugekommen. Oh mein Gott, diese Farbalternativen alleine sind schon sehr witzig. Was ich allgemein bei den Kostümen in diesem Sims 4 ein bisschen schade finde, ist immer, dass die Augen tatsächlich, natürlich wie es bei einem echten Kostüm ist, hier einfach so aufgedruckt sind und diese sich dann nicht unabhängig von dem gesamten Kostüm irgendwie bewegen. An dieses Gesamtoutfit hier kann ich mich tatsächlich auch gar nicht mehr so gut erinnern. Wann war das denn? Ich glaube tatsächlich, ich bin wirklich nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, weil an diese Accessoires hier für den Arm kann ich mich tatsächlich auch nur noch sehr schwammig erinnern. Neue Frisuren für Männer gab es mit diesem Gratis-Pack tatsächlich nicht, aber ich weiß genau, wir haben hier nämlich mehrere Frisuren für Frauen bekommen. Einmal diese hier, diese etwas längere, die hier auch so ein bisschen schief ist, und diese hier mit ganz vielen coolen Accessoires hier hinten dran. Die sieht echt total genial aus, auch in verschiedenen Farben natürlich. Dieses Kleid hier ist fast so ein bisschen Elsa-mäßig irgendwie mit diesen kleinen Funkelsteinchen hier vorne dran, diesen kleinen Schneeflocken. Das hier ist dann wahrscheinlich etwas alltagstauglicher, nicht ganz so pompös und groß, wie es dieses Outfit jetzt hier war. Und hier ein etwas indisch angehauchtes, auch in sehr vielen verschiedenen Farben. Ich finde es leider ja immer so ein bisschen schade, dass oft die Auswahl an Farben sehr unterschiedlich ist. Hier zum Beispiel haben wir jetzt wieder nur 5 Farben, dann bei diesem Gesamtoutfit deutlich mehr. Auch die Kinder sind mit diesem Gratis-Pack nicht leer ausgegangen. Die haben ja auch diese wunderbar schrecklichen Pullis bekommen in ganz vielen verschiedenen Farben. Der sieht wirklich mega warm aus. Diese coole Jacke, die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass manche Kinder hier ein bisschen zu doof sind, diese komplizierte Schnürung hier wieder aufzumachen. Aber die Jacke hier ist tatsächlich auch ganz cool. Kinder haben auch diese Gesamtoutfits bekommen, das wusste ich tatsächlich auch nicht mehr so ganz. Tatsächlich, dieses Video war jetzt einfach eher mal so ein bisschen für die, die das Pack noch gar nicht kannten, weil ich das Gefühl hatte, dass das fröhliche Feiertage-Pack irgendwie sehr untergegangen ist. Ich weiß noch, im Jahr 2014, alle waren ganz schön überrascht, dass die Entwickler einfach dieses Pack komplett gratis raushauen, was sie ja theoretisch sogar gar nicht gemusst hätten.
Ich war ja tatsächlich auch erst ab dem An die Arbeit Erweiterungspack so richtig intensiv mit dabei und ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, dass das fröhliche Feiertage Pack so eine Art Accessoire Pack einfach für die Sims 4 ist und Geld gekostet hat, was dann aber ja gar nicht der Fall war. Ich kann mich auch noch erinnern, so im Jahr 2015 habe ich einfach mal so ein bisschen spaßeshalber die Sims 4 Packs auf YouTube eingegeben und plötzlich habe ich dann den Trailer zum Outdoor-Leben Gameplay Pack gesehen, von dem ich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts wusste. Es war total neu. Es war irgendwie so ein ganz komisches, verwackeltes, verpixeltes Video. Und ich war so geflasht, weil ich das einfach nur so ganz aus Spaß irgendwie bei YouTube eingegeben habe. Aber das war ja tatsächlich in dem Moment dann eigentlich ganz gut. Oh mein Gott, dieses Gesamtoutfit ist ja immer mega niedlich. Aber wie man sieht, die Objekte des fröhlichen Feiertage-Packs sind nicht unbedingt zwingend nur für den Winter, sondern kann man eigentlich auch ganz gut im Alltag verwenden. Natürlich nicht alle. Jetzt habe ich mir hier so eine kleine Familie zusammengeklickt. Ich würde sagen, mit den beiden schauen wir uns auch nochmal die Baumodus-Objekte an. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier einfach mal dieses kleine Apartment aus Evergreen Harbor einrichten? Darauf habe ich jetzt irgendwie Lust. Ich habe tatsächlich schon super lang keine Apartments mehr eingerichtet, fällt mir gerade auf. Die Sims kommen quasi hier rein. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir hier die Wände gestalten können. Obwohl wir so viel Auswahl haben, fällt mir gerade auf, sind hier echt ganz schön hässliche dabei. Die hier finde ich ja persönlich ganz schrecklich. Die hier ist doch irgendwie freundlich. Dann brauchen wir hier noch ein kleines Kinderzimmer. Ganz schön dunkel hier drin. Das lässt sich aber tatsächlich relativ einfach ändern. Tatsächlich entscheide ich immer relativ spontan, was wir überhaupt für einen Stil haben wollen. Das hier gefällt mir irgendwie sehr gut. Es ist vielleicht ein bisschen viel weiß. Haben wir jetzt hier eher noch so was Neutrales? Oder dieses Sofa hier? Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Also so bei den neueren Objekten bin ich tatsächlich fast immer ein bisschen raus. Auch mit den ganzen Sets. Wir bekommen so viele Objekte immer. Hier haben wir schon das erste Objekt des fröhliche Feiertage-Packs. Tatsächlich, diese Lampe gefällt mir doch echt ganz gut hier mit diesen kleinen Zweigen obendrauf. Das hat was. So doof, wie das klingt, aber ich habe das Gefühl, was bei The Sims 4 tatsächlich sehr positiv ist, ist, dass die Entwickler sich öfters einfach mal irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen kreativere Objekte ausdenken, weil sowas in der Art gab es in The Sims 3 irgendwie nicht. Also tatsächlich, was auch allgemein die ganze Objekteauswahl bei den Sims betrifft, das ist irgendwie nie so ein wirkliches Manko. Die Objekte sind tatsächlich immer ziemlich cool und es ist auch so eine Sache bei den Sims, wo ich tatsächlich relativ wenig zu meckern habe auch. Jetzt mal so an alle Leute, die gerne Bauvideos gucken, was mich mal interessieren würde, wie ist denn das bei euch? Ich kann ja jetzt wirklich nicht so sonderlich gut bauen. Ich gebe immer so mein Bestes. Ich denke so, ein paar Sachen sehen immer ganz okay aus, aber so richtig gut kann ich das ja nicht. Da gibt es ja Simmer, die das in der Community auf jeden Fall deutlich, deutlich besser können. Ich schaue gar nicht so viele Baumodus-Videos, aber schaut ihr auch quasi Videos von Leuten, die das nicht so gut können? Ist es für euch trotzdem interessant? Oder schaut ihr es quasi genau deswegen, um einfach sehr schöne Häuser zu sehen, den Bauprozess da zu sehen, wie das genau abläuft? Oder schaut ihr es einfach, weil es allgemein einfach witzig ist? Das würde mich doch auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oh Leute, ich habe total vergessen. Hier muss ja tatsächlich dann auch noch eine Küche rein. Das habe ich jetzt so ein bisschen verpennt. Ich hoffe, dass das vom Platz einigermaßen hinhaut. Wir benötigen hier ja jetzt auf jeden Fall noch ein Bad bzw. eine Küche. Das habe ich jetzt hier versucht nochmal unterzubringen. Ach, von den Türen ist das irgendwie so ein bisschen merkwürdig. So, hier hat auf jeden Fall noch ein Bücherregal Platz. Auch ganz wichtig, wir können hier noch eine Stereoanlage reinpacken. Wie wäre es noch mit einem Schreibtisch? Ja, okay, das wird hier tatsächlich ein bisschen eng. Wir müssen ja auch noch sein Schlafzimmer hier einrichten. Boah, diese Kerzen geben ja auch ein total schönes Licht ab. Wisst ihr was, ich hänge die jetzt hier einfach nochmal auf. Würde man in echt jetzt wahrscheinlich auch nicht so unbedingt machen, aber das ist ja das Gute. Das ist hier ja alles nicht echt. Das heißt, wir können ja aufhängen, was wir wollen. Da hängt man auch jetzt einfach mal so Kerzen an die Wand. So, jetzt kommt hier im Bad auch der dekorative Teil.
ganz ehrlich, das ist doch irgendwie das, was immer am meisten Spaß macht, meiner Meinung nach. Einfach überall noch hier so ein bisschen Deko reinklatschen. Da ist noch eine Ecke frei, wo man was reinstellen kann. Das mag ich doch irgendwie fast am meisten. Das Regal passt hier perfekt rein. Tatsächlich gefällt mir das hier doch eigentlich alles ganz gut. Das ist jetzt hier eher doch so ein klassischerer Stil, das meine ich. Also irgendwie mache ich mir gefühlt gar keine Gedanken, wenn ich irgendwas baue. Außer natürlich, ich habe einen ganz besonderen Haushalt und baue einfach irgendwie drauf los. Manchmal wird es irgendwie was, manchmal wird es gar nichts. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ist euch schon mal aufgefallen, wir haben irgendwie Klopapier, aber wir haben irgendwie gar keine Klobürste. Das ist total merkwürdig. Allgemein Dekorationen fürs Badezimmer kann man irgendwie auch nie genug haben, finde ich. Wie wäre es, wenn wir hier so eine Backsteinwand reinziehen? Ich mag das irgendwie total gerne. Wenn man so Wände hat, wo nicht alle genau gleich aussehen, sondern manche so andere Texturen haben, das macht doch irgendwie ganz gut was her. Der Stein hier? Wir probieren es jetzt mal mit dem. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz final, ob es wirklich der ist. Das sehen wir gleich noch. Boah, das Bett hat es mir spontan irgendwie angetan. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier vom Layout machen. So, okay. Brauchen wir natürlich hier noch so ein paar kleine Schränkchen, damit man hier auch seinen ganzen Krusch, den man so in seiner Wohnung angesammelt hat, irgendwie unterbringen kann. Oh, tatsächlich gefällt mir das sogar hier ganz gut. Die Farbkombination ist irgendwie cool. Haben wir jetzt hier noch einen Kamin, der hier reinpasst? Der gefällt mir sehr gut. Ist natürlich komplett unrealistisch. Für den Kamin müsste hier ja dann irgendwie ein Schornstein nach oben laufen. Kann es hier natürlich nicht. Dafür ist es hier alles viel zu klein. Ist aber jetzt auch eigentlich egal, weil ganz ehrlich, der macht einfach eine coole Atmosphäre. Da können wir jetzt diesen kleinen Logikfehler hier jetzt auch mal verkraften. Mit dem fröhlichen Feiertagspack haben wir ja mittlerweile sogar zwei Kamine bekommen. Einmal den hier, tatsächlich mit Jahreszeiten quasi nochmal genau den gleichen, bloß mit anderen Farben. Bisschen haben sich die Entwickler ein bisschen einfach gemacht, den haben wir noch bekommen. Wobei ich den hier halt gar nicht verstehe, weil wo ist da jetzt der Kamin? Ich finde, das sieht einfach so ein bisschen merkwürdig aus. Das sieht ein bisschen aus wie ein bisschen zu groß geratener Tisch. Wenn du dir einfach deinen eigenen Tisch hier zusammenzimmerst und es so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Aber vom Stil finde ich jetzt irgendwie hier keinen, der hier so richtig gut reinpasst. Ich glaube, der aus Elternfreuden hier, der hier hat irgendwie noch was. So vielleicht. Dann könnte man hier nochmal so eine kleine Sitzecke reinmachen oder nochmal einen Schreibtisch. Als letzten Schritt werden wir das Ganze dann natürlich mit dem fröhlichen Feiertagspack dann so ein bisschen dekorieren und es dann auf jeden Fall ganz weihnachtlich gestalten. Jetzt fehlt hier trotzdem aber, bevor wir das machen können, noch die ganze Inneneinrichtung. Welcher eignet sich denn hier am besten? Wir haben tatsächlich sehr viele moderne Schreibtische, aber diese klassischeren gar nicht so mega viele. Der hier hat doch irgendwie was. Jetzt muss es nur noch den passenden Holzton geben, den es sogar tatsächlich gibt. Yay, sehr gut. Ein dunkles Holz leider allerdings nicht. Ja, so richtig passend tut es jetzt hier irgendwie auch nicht. Wenn wir das hier vielleicht dann doch ein bisschen dunkler gestalten, dann passt das alles ein wenig besser. Das sieht doch jetzt eine Nuance besser noch aus. Oh, mit den Schreibtischstühlen tue ich mich hier irgendwie extrem schwer. Da finde ich jetzt tatsächlich nichts passendes Gutes. Ja, man könnte jetzt hier so einen Standardstuhl reinknallen, aber es sollte ja auch irgendwie alles so einigermaßen zusammenpassen. Wollen wir einfach den hier nehmen. Ich glaube, der tut's irgendwie auch. Der passt hier trotzdem noch irgendwie rein. Es ist bloß die Frage mit der Farbe, der hier vielleicht. Das beißt sich jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen mit dem Blau. Nee, so richtig gut gefallen tut mir das hier leider doch nicht. Der hier hat doch irgendwie was. Jetzt ist bloß die Frage, was wir hier jetzt noch reinmachen. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass er hier so gerne sein Teleskop benutzt und hier einmal rausguckt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich für ein bisschen zu hoch. Ist jetzt aber auch mal egal. Ach, tatsächlich gefällt mir das doch so fast ganz gut. Jetzt ist hier noch genügend Platz, dass wir hier gleich noch einen Weihnachtsbaum reinpacken können. Und das letzte Zimmer, was wir vor uns haben, ist das hier für den Kleinen. Das dann vielleicht in so einem hellen Gelb. Jetzt ist bloß die Frage, wie wir das hier gestalten. Ich habe das Gefühl, beim Kinderzimmer hat man immer so einen Ticken
weniger Möglichkeiten wie bei den anderen Sachen. Oh, das Bett ist ja genial. Das habe ich tatsächlich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Vielleicht war das jetzt gerade auch eine Quatschaussage, weil das hier so gut reinpasst. Eine Schaukel wäre zwar total genial, ist aber jetzt, glaube ich, mal hier ein bisschen fehl am Platz von der Größe. So eine Schaukel im eigenen Kinderzimmer wäre auf jeden Fall sehr witzig. Ja, ich fürchte fast, es ist für mich so ein bisschen schwierig, so ein Kinderzimmer einzurichten. Das kann ich irgendwie nicht so gut. Jetzt gucken wir mal, haben wir hier ein Holz, was da dazu passt? Ja, so halb. Das ist jetzt hier irgendwie auch nicht so alles so richtig die gleiche Holzfarbe. Oh, und Vorhänge sind sowieso gefühlt immer mein kompletter Erzrivale. Also das ist hier jetzt irgendwie auch nix. Wir könnten ja auch sowas hier reinhängen, aber das würde jetzt auch nicht so viel Sinn ergeben. So, ich denke, jetzt sind wir tatsächlich eigentlich ganz gut durch. Und jetzt wird es an der Zeit, dann hier mit dem fröhlichen Feiertage-Pack so ein bisschen noch zu dekorieren. Tatsächlich mag ich das bei den Sims eigentlich immer total gerne, weil man dann selber in so eine kleine Winterstimmung reinkommt. Auch mit dem Schnee, total atmosphärisch. Dieses Deko-Objekt ist irgendwie cool, diese Holzscheite. Ich glaube, da können wir dann diese komische Pflanze hier mal so ein bisschen ersetzen. Das gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Die Kerzen haben was, die können wir hier auch noch irgendwie unterbringen. Die sind echt cool. Wir haben hier noch ganz viele andere Kerzen. Wollen wir die hier vielleicht dann noch aufstellen? Einfach alles so ein bisschen weihnachtlich. Geschenke, es ist ja hier schon fast der 24. Es gibt so viel coolen Deko-Krimskrams hier. Wollen wir den hier noch irgendwie unterbringen? Jetzt wird es hier schon fast vom Platz ein kleines bisschen eng. Der steht jetzt hier in meinem Schlafzimmer und bewacht hier den Platz. Was haben wir hier noch so? Wir haben hier noch so allgemein ein bisschen Grünzeugs. Wie wäre es, wenn wir das hier noch unterbringen? Also einmal über jede Türe. Sieht das gut aus oder sieht das komisch aus? Nee, es gefällt mir tatsächlich eigentlich ganz gut. Ein weihnachtlicher Tisch, der passt hier jetzt tatsächlich nicht so gut rein. Diese Eisschneeflocke können wir hier auch nochmal aufstellen. Da gibt es jetzt keine weiteren Farbalternativen. Der Sandschneemann ist ja auch geil. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann der reingekommen ist. Wir können hier theoretisch noch so ein paar Lampen aufhängen. Das ist zwar ein bisschen schade, dass die so komisch gelb sind, aber das gefällt mir doch so trotzdem ganz gut. Und natürlich ganz wichtig, der Weihnachtsbaum fehlt hier noch. Den haben wir noch gar nicht platziert. Ich glaube, hier wäre doch eigentlich ein ganz guter Ort. Jetzt können wir noch mal schauen. Das Jahreszeiten-Erweiterungspack hatte ja auch sehr viel saisonale Deko. Da haben wir vielleicht hier noch einen schöneren Weihnachtsbaum. Den hier finde ich ja persönlich irgendwie ganz schrecklich. Die sehen leider alle so ein kleines bisschen so plastikmäßig aus. Der ist so ein bisschen naturbelassener. Ich glaube, der hier wird's auf jeden Fall. Jetzt ist hier schon fast so ein bisschen eng. Aber ganz ehrlich, das ist ja in echt auch häufiger mal der Fall. Dann ist das hier ja fast einfach nur realistisch. Die Bank brauchen wir hier nicht. Können hier theoretisch noch diese kleinen Partykracher platzieren. Wir haben ja jetzt schon mittlerweile echt eine ganz gute Auswahl. Auch diesen Baum hier tatsächlich, dieser Baum ist ganz cool. Aber ansonsten denke ich, jetzt haben wir hier eigentlich schon so gut wie es geht hier alles irgendwie mit der Weihnachtsdeko hier verziert. Ganz ehrlich, ihr braucht gar nicht so viel drüber nachdenken. Ladet euch das Pack einfach runter, es ist gratis. Ich habe es euch auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, falls ihr es noch nicht getan habt. Ganz ehrlich, ich finde, die beiden passen hier doch perfekt rein. Jetzt kann man dann theoretisch noch mit dem Jahreszeiten-Erweiterungspack dann hier wirklich tatsächlich Weihnachten feiern. Und ich finde, dann ist es hier doch tatsächlich in Die Sims 4 echt ganz cool. Das ist doch hier total niedlich. Es wird hier vorgelesen, da kann man nichts sagen. Und ich würde sagen, damit neigt sich dieses Video auch so ein bisschen dem Ende zu. Es war jetzt tatsächlich relativ spontan. Ich wollte euch einfach nochmal so ein bisschen das fröhliche Feiertag-Pack zeigen. Für alle, die es noch nicht so im Detail kannten. Ich glaube, am Anfang waren es ja nur so 20 Objekte, dann kamen mit jedem Update so 5 Jahre lang immer mal so ein paar neue Objekte dazu, immer so 10 Objekte.
Und jetzt ist das Pack tatsächlich für Sims 4-Verhältnisse relativ voll, kann man nicht sagen. Ich wünsche euch und euren Familien auf jeden Fall fröhliche Weihnachten, auch wenn es vielleicht nicht feiert. Macht es euch einfach mal gemütlich, legt die Füße hoch, muss auch mal sein. Und dann geht es wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder voll mit großen, fetten Sims 4-Inhalten weiter. Und damit würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.